Herzlich willkommen zu Sief mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Na, hier brauche ich es nicht dunkel machen. Ich will mir das mal anschauen. Verrat. Aber hier kommt kein Symbol, dass ich gucken soll. Dokumente. Verrat hatte ich dann wohl was schon, ne? Prolog. Der Südviertel. Stone Market. Kapitel 1. Staub zu Staub. Schmutzige Geheimnisse. Zeitung. Kapitelrückblicke. Nein. Ach, weiß ich. Ist jetzt auch egal. Sonst erscheint ja immer ein Symbol. Nee. Seht her. Ich habe etwas für euch. Lasst es hierher riechen. Wo ist denn der Händler? Händler, wo bist du? Da oben. Ach, mein Schatz. So müde. Ich habe etwas für all eure ruchlosen Bedürfnisse. Ja, Zahnseide? So, wir wollen mal gucken, was haben wir denn hier? Drahtschneider. Der ist ja gar nicht teuer. Ja. Weiter. Lederhärtung, dann halte ich mir aus. Ich habe jetzt noch 1468 Gold. Bogenschussstärke, Bogenbalance. Was haben wir hier? Warme Weste, Glücksmünze. Ärztliches Rezept. Diese, warte mal, ich müsste, glaube ich, raufklicken. Ein Captain aus dem fernen Land. Moosköcher? Eine Infütterung von Moos. Es heißt, dass jeder Transportierte kein Geräusch verursacht. Das ist zwar kaum zu glauben, aber dieser Moos hat den Sümpfen. Breitkopf- und Sägezahnpfeilkelle versuchen beim Aufprall kein... Ah, das ist auch nützlich. Was haben wir denn hier noch? Seilpfeil, Wasserpfeil, Nahrung, Mohn, stumpfer Pfeil. Wasserpfeil, da habe ich, glaube ich, nicht mehr viele, ne? Ich will kaufen. Ich bin im falschen Dings. Kaufen. Preis 4 Gold. So, muss reichen. Feuerpfeil. Da habe ich keine. Erstickungspfeil waren ganz nützlich. Oder auch nicht. Seilpfeil habe ich voll dann. Stumpfer Pfeil. Kaufe ich auch mal voll. So. Breitkopfpfeil. Einfach, aber effektiv. Die Doppelklinge verursacht Schaden, aber über eine ordentliche Distanz und bietet zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Von tödlich bis trickreich. Habe ich gar nicht. Das sind ja nur 50 Gold. Feuerpfeil. Wasserpfeil. Da sind noch Reserven. Na gut, die sind ja auch nicht so teuer. Moon. Kaufe ich mal lieber. So, Bogenschussstärke. Rasierklinge. Oh, das kaufen wir auch. Weiter. Lederöl. Schlösserknackqualität. Erhöht die Empfindlichkeit deutlich. Lederpolsterung. Erhöht die sich eine sichere Lederhärtung. Verringert erhöht die maximale Pfeilkapazität, Köcherkapazität leicht. Ein bisschen können wir noch. Das reicht für dies beides hier. Ich bin ja doch eher so einer, der weiter immer eine auf die Schnauze kriegt. Oh, das wird dann richtig teuer. So. Okay. Ich denke mal, ich habe jetzt ordentlich eingekauft hier. Bis zum nächsten Mal. Ja. Wir müssen da unten lang. Ich kann ja nochmal hier reinschauen. Das hat sie gesagt. Ist der hier immer noch am Schütteln? Ach, jetzt schüttelt hier ein anderer. Götzengeschwafel, sonst nichts. Der Bergfried ist abgeriegelt und uneinnehmbar. Ja, und die Hälfte der Wache sitzt auf der Mauer von Greystone. Trotzdem. Ich habe etwas, das euch interessieren könnte. Dieser Kerl vom Jahrmarkt war heute in Riverside. Oh, der kleine Runde mit dem falschen Schnurrbart. Er ist falsch? Nordcrest unter ungebrochen. Nach den Hinrichtungen dieser Woche hat Baron Nordcrest heute eine kurze Ansprache gehalten. Die erste seit dem schockierenden Anschlag auf sein Leben. Die versammelte Menge war sichtlich bewegt vom Anblick unseres eisernen Anführers.
der sich ebenso unzerstörbar zeigte wie das Metall, das diesem Namen zugrunde liegt. Obwohl die Ansprache des Barons mehrere Stunden kürzer war als sonst, versicherte er den noch mit Nachdruck, dass seine Pläne für die Stadt klarer seien denn je und dringlicher in ihrer Umsetzung. Ach, hätten doch die verhassten Verschwörer Zeugen dieses unbeugsamen Geistes sein können, nur um dann erneut hingerichtet zu werden. Leider war Lady Vivian stets sehr beliebt bei der Bürgerschaft, erneut nicht anwesend. Die Prozession wurde deshalb bei ihrer Rückkehr über die gesamte Länge der Brücke jedoch nicht weniger umjubelt. Jedenfalls soll ich vorbeikommen, damit er mir wahrsagen kann. Ich hab gesagt, ich mach das selbst mit dem Bodensatz in meinem Glas. Ich sag dir, was unsere Zukunft bringt. Noch eine Runde. Das sind Wachen. Schon gehört, dass es Ärger im Burg gab? Der Diebesfänger-General selbst war dabei. Muss Bill endlich für seine falsche Werbung für dieses Bier büßen? Das wird ein paar Daumen kosten. Nein, er wollte diesen Hehler rausholen. Gesso oder wie der heißt. Der arme Kerl wird schon bald baumeln. In dem Beruf lebst du nicht lang. Und keiner schreibt Lieder über dich. Ja, hier geht's auch noch nach oben. Bloß ich könnte ein Bier vertragen. Interessant. Gut, dann gehen wir mal an den Schüttelposten vorbei hier. Haha. Oh, Prostata? Na gut. Seht her, ich habe etwas für euch. Ich bin gut bedient worden. Ich friere. Hier unten war jetzt nichts weiter, ne? Hier war ja Spessos Behausung. Das Regal haben die wohl umgeschmissen. Ich könnte ja mal mit der Ansicht... Nee, hier ist nichts. Dann verlassen wir mal die gastlichen Hallen. Und begeben uns in die Stadt zum Stone Market. Schalte Gegner lautlos aus, schleich dich hinter dein Opfer und schlage es K.O. Okay. Ja, das weiß ich. Ich meinte das, was da steht. Ja, das weiß ich auch. Hier ist nicht gut. Wir müssen da hinten irgendwo hin. So, hier ist besser. Da hinten. Ich kann doch jetzt nicht quer über den Marktplatz rennen. Oh, ich bin hier gut zu sehen. Oh, das Maus. Maus, was ist denn jetzt hier? So, jetzt wieder. Ich muss da durch. Wir werden dann erstmal wieder so tun. Dann werden wir mal ein bisschen schleichen müssen. Wie spät er eigentlich hier? Ach so, genauso. Sind die jetzt weg oder kommen die wieder? Hast du jetzt jemanden gesehen oder nicht? Ich bin weg. Wie ist das so spät eingefallen mit dem schnell bewegen? Sind die weg? Ja. Der Schatten, der die Nacht durchflattert. Da ist ein Schrank zum Verstecken. Da kann ich hoch. Was hat dir Tante Maggie hinterlassen? Ne, das Geruckel hier, das seht ihr ja auch. Das nervt ein bisschen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das war vorher nicht. Wo
Was übersehen? Nö, ne? War das Donner über Dayport? Eher eine Explosion, hörte sich an, als käm's vom Bergfried. Die vielen Rohre, die rein und rausgehen. Ich wusste, die Technologie des Barons bringt nichts Gutes. Was sollen wir denn jetzt eigentlich machen? Begib dich zum Greystone-Platz. Gut. Es ist aber hell. Nicht schön. Hier soll es weitergehen. Ah, hier kann ich durch. Ich gucke jetzt erstmal hier noch runter. Da geht es auch weiter. Wartet mal, hops. Das ist ein anderer Durchgang, woanders hin. Ah. Na, ich habe ja meine Kaufgelüste jetzt erstmal befriedigt. So, da kommt gleich wieder der obligatorische Balken und los, 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 los. Und diesmal brauche ich nicht helfen. Ah, und es geht auch gleich weiter. Was war denn das für ein rasanter Ladebildschirm? Interessant. Oh, da ist Stimmung. Stimmen in der Dunkelheit. Den Ruf der Krähen. Was sagen Sie? Was Sie sagen? Sie verkünden Orions Botschaft. Sie singen von einem glorreichen Feuer. Die Wache wird brennen. Die Stadt wird schwarz. Und die Maschinen des Barons werden zerstört. Und wenn der Rauch sich verzieht, bricht die Dämmerung an. Wir können trotz des Gestanks frei atmen. Nahrung und Wasser für alle. Und Vertrauen in eine bessere Zukunft. Doch zuvor müssen wir uns als würdig erweisen. Haltet zusammen, tötet die Schwarzkittel, spuckt auf ihre Gesetze. Und dann zeigen wir dem Eisentyrannen die Stärke der Götzen. Ich muss da irgendwie rüber. Ich sollte mich nach Dayport schleichen. Das geht da hinten lang, aha. Willst du hier nicht runtergehen? Jede Nacht derselbe Albtraum. Das geht jetzt gut. Warum hat denn das nicht funktioniert, als ich das dann zum ersten Mal brauchte? Die Laternen stören mich. Die sind so hell. Da müssen wir hin. Gleich wieder den nächsten Ladebildschirm. Hier kann nicht viel passieren. Ich schaue nur, ob hier irgendwo was liegt, aber das sieht nicht so aus. Ein Freund in Not. Ja. Speichervorgang, bitte warten. Ich habe das alte Buch aus dem Haus der Blüten gestohlen für einen Mann namens Orion, der sogenannten Stimme des Volkes. Er glaubt, dass er die Stadt retten kann. Angesichts dessen, was ich davon gesehen habe, bin ich mir nicht so sicher, ob sie es wert ist. Trotzdem verehrt das Volk Orion, Basso eingeschlossen. Und seine Anhänger, die Götzen, werden immer mehr. Aber die noch zwischen dem Baron, der Schwermut und dem Hungerstod gibt es keine Wahl. Finde Jacob auf den Greystone-Platz. Gut. Dann wollen wir mal Jacob suchen. Und seine Leiter. Jacobs Leiter. Ziemlich viele panische Leute am Greystone-Platz. Von Jacob bekomme ich nichts mehr. Aber gleich bin ich am Haus von Eastwick, dem Architekten des Barons. Wenn jemand eine Hintertür in den Bergfried kennt, dann sein Erbauer. Also suchen wir doch nicht Jacob. Wir sollen den Architekten suchen. Karte. Da oben lang. Ist hier noch was Schönes? Der Scheißwetter hier. Aber hier hat es heute auch geregnet, also voran. Oder in schönen Hochdeutsch geregnet. Aber so ist das nun mal. Da muss ich nicht lang, denke ich jetzt hier lang. Weil, das wollte ich. Ich habe genau gewusst, dass das da liegt. Und die Tür ist leider zu.
So, dann schleichen wir uns mal hier entlang auf den Sims. Oh. Jetzt guck da runter. Ich dachte, du springst da hin. Weil... stell mich mal hin. Ja. Geht doch. Da hinten müssen wir hin. Na gut. Hier ist nichts Schönes, ne? Nö. Die Häuser sehen... Oh, habe ich mich erschrocken. Da habe ich ja nicht mitgerechnet. Ich wollte gerade sagen, die Häuser sehen schön aus. Der Bergfried geht hoch. Ich hoffe für Berso, der Bergfried ist so robust, wie alle sagen. Was ist denn da los? Nicht ganz oben. Da kann man bestimmt, kann man, einen Seilpfeil ranhängen. Nachher von unten. Hier geht's auch noch weiter. Ah, und das Inventar ist voll. Na gut. Hätte ich mir das Geld sparen können, aber so teuer war das ja nicht. Und das kann man ja nicht immer wissen. Und lieber, habe ich was? Halte E. Als nichts. Da ist wieder ein Balken. Und muss ich mit unterstützen? Ja, ich muss. So, gut. Haben wir fein gemacht, ne? Den kriege ich da mal weiter. Oh. Eastwicks Stadthaus. Raffinesse war nie seine Stärke. Wie es aussieht, mache heute nicht nur ich einen Hausbesuch. Hier kann ich nicht rauchen. Verschaffe dir Zutritt zum Haus. Da hinten ist ein Gerüst. Guck mal da. Passt auf. Ich will nicht, dass er entkommt. Aha. Kann ich hier einfach so... Ich kann hier nicht runter. Ich will den nicht K.O. schlagen. Ich bin doch nicht verrückt. Jetzt bin ich lieber... Bleib ich lieber unentdeckt. Warum kann ich denn jetzt hier nicht hoch? Unverständlich. Wir speichern mal. Ja, jetzt geht hier auch noch eine Laterne an. Das tut weh. Ich gehe erstmal hier runter. Dann gehen wir hier hinter. So, da ist ein Hund. Ich bin durch. Gib Ruhe, Töle. Ist hier vielleicht? Ja. Was kommt als nächstes? Acht. Was als nächstes kommt? Ich schieße jetzt hier mir einen Pfeil hin. Und kletter mal hoch. Ein Königreich für einen Kaffee. Oh, hier kann man rein. Ich weiß nicht, ob das schlau ist. Komme ich denn hier auch wieder raus? F5. Speichern. Hier ist ein Drehrad. Da kann man bestimmt was drehen. Na toll. Oder hier. Na toll. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Aber das war wahrscheinlich wichtig, dass ich hier raus bin, hierhin bin. Eastwick wird sich vor dem Baron verantworten. Dafür sorge ich. Oha. Na, wir knacken es erstmal. Ich kann ja hier trotzdem durchgucken. So. Wir speichern. Oh, jetzt habe ich gespeichert. Jetzt muss ich hier raus.
ging ja einfacher, als ich dachte. Hier sind so viele Mohnblumen. Ich hätte mir wirklich keine kaufen brauchen. Jetzt ist sie schon hier die dritte. Jetzt haben die mich entdeckt, weil ich die Tür offen gelassen habe. Idiot! Meine ich mich mit? Du solltest beten, dass ich dich nicht finde. Ihr findet mich nicht. Oh, da oben ist einer. Oh. Beruhigt euch. Beruhigt euch, Leute. Hier ist niemand. Bleib wachsam. Ich hätte die Tür zumachen müssen. Oh. Nächstes Mal sehe ich noch genauer. Wartet mal, so. Dann können wir zugucken, wie sich das abbaut und dann kann ich mich um den Knaben kümmern. Höher kann ich ja nicht. Gehen die Augen auch weg? Ja, sie gehen weg. Ach so, halt. Es lockt zwar, aber ich habe eben auf die Uhr geschaut. Das meinte ich mit dem halt. Ich mache in der nächsten Folge weiter. Dann fällt der Mann auf dem Balkon und dann gucke ich mal, ob ich darüber komme. Bis dann. Tschüss.